Mein Name ist Ines Bruckhain. Ich arbeite für den Hessischen Rehabilitationssportverband. Und meine Aufgabe ist die Nachwuchsförderung. Daher freue ich mich sehr, heute in Frankfurt zu sein, an der Karl-von-Weinberg-Schule, wo wir einen Talenttag für Kinder mit Handicap durchführen. Wir arbeiten mit der Karl-von-Weinberg-Schule heute zusammen, weil die Schule sich öffnet für auch Kinder mit Handicap. Das heißt, wenn Kinder sich besonders sportlich begabt zeigen, dass sie auch hier an diese Schule wechseln können, um hier besonders gefördert zu werden. Daher die Kooperation heute mit dieser Schule. Wir haben heute 46 Teilnehmer 46 Kinder mit Handicap, die hier sich ausprobieren können in den Sportarten Fußball, Tischtennis und Leichtathletik und am Nachmittag auch noch im Schwimmen. Point in us if I never know. Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of distance. Harder. Wir freuen uns besonders, dass wir von der Karl-von-Weinberg-Schule heute so viel Unterstützung auch in Form von Schülern haben. Die Schüler des Leistungskurses, Sportleistungskurses unterstützen heute uns hier ganz besonders in der Führung der einzelnen Gruppen von Station zu Station. Das ist sehr wichtig. Auch von den Studenten der Goethe-Universität haben wir heute Unterstützung hier, die auch die Gruppen mitführen. Ja, am Anfang war es halt ziemlich komisch. Aber mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt und die Kinder sind auch alle lieb gewesen. Und es war auch halt schön zu sehen, dass sie immer noch glücklich und fröhlich sind, obwohl sie halt eingeschränkt sind. Und ja, und die waren auch alle gut dabei, haben schön mitgemacht und das war gut. I'm breaking, you're faking, girl. You never made us out. Hat dir Spaß gemacht? Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.